auf das der Überwachung, auf das uns Snowden aufmerksam gemacht hat und was ja im Moment nicht weniger wird, sondern eher mehr wird. Also der deutsche Geheimdienst wird eher aufgerüstet als abgerüstet. Der müsste doch eigentlich jetzt ganz kleine Brötchen backen, am besten abgeschafft werden. Genauso okay. Was steckt hinter der Massenüberwachung? Achso, er sagte, hinter dieser Massenüberwachung steckt ein globaler Informationskrieg. Also die Leute haben eben diese Einstellung, die haben immer die Einstellung, dass die eigenen Leute die Guten sind und die anderen sind die Bösen. Und deswegen sind sie äußerst misstrauisch, rüsten gegen alle möglichen Leute auf und deswegen halt diese ungeheure Überwachung. Jetzt wird zum Beispiel gegen Aufstandsbekämpfung wird jetzt geübt, also in Schnöggersburg, in einer künstlichen Stadt, die 100 Millionen Euro kostet, wird geübt, wie man Häuserkampf macht, wie man aufgebrachte Leute sozusagen niederknüppeln kann oder niederschießen kann. Das wird von der Bundeswehr geübt. Also in Schnöggersburg ist noch nicht da, aber in einem Jahr oder zwei Jahren wird es da sein. An Schnöggersburg. Ja, die Destabilisierung, Militarisierung. Also Wolfgang Wittner hat dann gesprochen über die Strategie der Destabilisierung, Eskalation und Militarisierung am Beispiel der Ereignisse in der Ukraine. Seinerzeit war Gorbatschow versichert worden, dass, als es um den Zusammenhang von Deutschland ging, also um die Vereinigung von Deutschland ging, dass die NATO sich nicht in den Osten ausbreiten würde. Daran hat man sich in keiner Weise gehalten. In der Ukraine wurden farbige Revolutionen überwiegend durch Gelder der USA ausgelöst. Seinerzeit wurde die Timoschenko mal gewählt und an die Macht gebracht durch Proteste. Die Timoschenko hat dann das Land ziemlich runtergewirtschaftet, hat den Gaspreis hochgejubelt, weil sie selber eine Gasmilliardärin ist und eine Gasoligarchin. Aber das haben wir jetzt, also danach kam sie dann ins Gefängnis, als sie dann gewählt wurde. Aber leider, sie hat ja sozusagen nachträglich ist von dem Westen wieder stark hofiert worden. Und naja, die Victoria Nuland sagte in einem abgehörten Telefonat verschiedene grausige Geschichten, die ja sicherlich auch alle wissen, ja, dass eben 5 Milliarden Euro allein in die Ukraine geflossen seien durch die USA. Dann die Timoschenko hat es dann etwas übertrieben, weil sie dachte, sie wollte Putin in den Kopf schießen und auch viele Russen dann erschießen. Deswegen hat man dann sie dann doch nicht so zur Präsidentin vorgeschlagen von der Ukraine. Das ist dann der etwas weniger bekannte Poroschenko geworden, der halt ein anderer Oligarch ist. Ja. Gut. Das waren also alles üble Sachen. Ich kann jetzt im Detail nicht schildern, weil das sonst zu weit führen würde. Aber jedenfalls, die USA haben sozusagen ihre Geschichte durchgezogen und die EU macht merkwürdigerweise mit. Deutschland ist es überhaupt nicht im deutschen Interesse. Es ist völlig gegen das deutsche Interesse. Aber die EU macht mit und Deutschland macht auch mit. Das ist also völlig krank, diese Geschichten. Ja. Kiew log, dass sich die Balken bogen. Die Faschisten sind dort an der Regierung, also sind verschiedene faschistische Minister gewählt worden. Der Poroschenko hat dann erstmal den Osten bombardiert und hat die ganzen Wohnviertel bombardiert. Und wir haben nicht gesagt, ja, wir haben gesagt, wir sind der gute Freund von Poroschenko. Das ist doch wirklich Wahnsinn. Okay. Die OSZE, also dann hat die Kiew hatte zum Beispiel gesagt, dass die Russen in Massen in den Osten der Ukraine geströmt seien und dass die mit ihrer Kampfkraft sozusagen die ukrainischen Soldaten besiegt hätten. Aber die OSZE, die ja die einzige neutrale Instanz dort ist, die hat gesagt, wir haben keine Russen gesehen. Also die waren ja schließlich dann überall in der Osten der Ukraine. Okay. Dann sprach Michael Schulze das virtuelle Schlachtfeld Kriegsvideospiele und Verbindung zwischen Militär, Rüstungsindustrie und Videospielbranche. Also
Es werden ja, ein Riesenumsatz wird mit Videospielen gemacht, und zwar mit militärischen Videospielen. Wir machen ungefähr 50% des Gesamtumsatzes der Branche aus. Und diese militärischen Umsätze oder diese Videospielhersteller arbeiten mit Militär- und Rüstungsfirmen zusammen. Zum Teil machen sie auch Sachen, sie machen so Übungsgeschichten, also irgendwelche Videokram, also wie man irgendwelche Flugzeuge fliegt oder was weiß ich. Jedenfalls, sie bieten also zum Teil gehen sie auch in das Rüstungsgeschäft mit rein. Sie machen dann sozusagen was für die Militärs. Jedenfalls haben die Leute einen riesen Umsatz. Gut, es gibt auch friedliche Themen, aber leider die sind viel kleiner, viel, viel unbedeutender. Dann sprach Otto Jeckel über die realpolitische Konfrontation oder kollektive Sicherheit im Rahmen der Verfassung und Völkerrecht. Friedenspolitische Forderungen. So ein bisschen mit Problemen mit dem Sehen. Es gibt ein Verbot von militärischer Gewalt. Also es geht ja. Es gibt die UN, die verbietet natürlich Militär und verbietet militärische Angriffe. Und diese UN-Sachen werden jetzt immer weiter verlassen. Jetzt zum Beispiel mit der IS-Geschichte, die wird so hochgeputscht. Zum Teil ist das anscheinend gelogen. Jetzt habe ich gerade heute wieder im Internet gelesen, dass da diese Köpfungen, dass das zum Teil für Schauspieler produziert worden ist. Also das sind ja Riesensachen, dass da die Stimmung so hochgeputscht wird. Vor Kriegen wird in der Regel immer eifrig gelogen. Und da werden immer irgendwelche Sachen, zum Beispiel ist dieser Zusammensturz der drei Hochhäuser, der zwei Wolkenkratzer, dieser riesen Wolkenkratzer in 9/11, das ist auch offensichtlich eine Ente gewesen. Das ist einfach, die haben die selber gesprengt. Aber sie haben die Sache wunderbar aufgebaut. Sie haben die wunderbar sozusagen, wir haben damit eben sozusagen auch problemlos eigene Leute geopfert, um eben für die Sache sozusagen für das amerikanische Century für die Weltherrschaft sozusagen, die ja im Moment immer noch die Amerikaner weitgehend haben. Die dominieren ja nun mal die Welt. Und die UN, die verbietet eben Militäreinsätze, verbietet das, und es gibt nur zwei Ausnahmen. Und zwar, wenn der Sicherheitsrat sagt, ist ein Militäreinsatz notwendig, wenn da ist aber auch Voraussetzung, dass die Sicherheitsmarkt, dass die fünf Hauptmächte, dass die alle damit einig sind. Und das passiert ja in der Regel nicht. Beim Kosovo-Krieg zum Beispiel passiert jetzt nicht, weil ja da berechtigte Einwände dagegen waren, weil das eben auch ein gemachter Krieg war. Und die andere Geschichte ist, dass man ein reiner Verteidigungskrieg ist auch zulässig. Und das würde ich sagen, das ist auch die Sache der Palästinenser. Deswegen ist der Krieg der Palästinenser, der Kampf der Palästinenser, wie auch der Norman Page sagte, der Völkerrechtler, der sagte, die Palästinenser sind völlig im Recht. Also, dass die Israelis haben ja nun mal die Palästina besetzt und besiedeln das Land, obwohl das völlig gegen das Völkerrecht verstößt. Da haben die Palästinenser das volle Recht, sich dagegen zu wehren, auch mit Waffen. Natürlich ist es Schwachsinn, dass sie sich mit Waffen wehren, weil sie wahnsinnig abgemetzelt werden. Aber sie haben das Recht, und die Israelis haben nicht das Recht. Also es ist eindeutig, die Rechtslage ist eindeutig laut Norman Page. So, ja, dann sprach noch die Ulla Jelke, der linke MdB, das ist so eine schmale, kraftvolle Dame, eine kleine, kraftvolle Dame. Die sprach über Mobilisierung gegen Krieg und Militarisierung. Sie sagte, in Zukunft wird die Reklame der Bundeswehr, allein 35 Millionen wird dafür ausgegeben werden. Das sind für den zivilen Friedensdienst werden 30 Millionen ausgegeben. Gegenüber den über 30 Milliarden Euro, die für Soldaten völlig sinnlos ausgegeben werden, sind die sinnvollen Ausgaben, nämlich die 30 Millionen für zivilen Friedensdienst, die sind eben völlig in einem Wahnsinnsverhältnis mit der Reklame. Nur. Okay. So, dann sprach ein Volker Eich. Berlin überwachen, kontrollieren und intervenieren durch Polizei und Militär, Drohnen als Waffe. Der hatte sehr dramatisch dargestellt, was alles so an Automatikwaffen existiert, also was so an Automaten existiert, wie
Das gibt also Unterwasserautomaten, es gibt Krabbelautomaten, irgendwas, was in die Keller reinkrabbelt. Es gibt also verschiedene Waffen, die Waffensysteme, die fliegen können oder die eben, und jetzt, das wird jetzt immer schlimmer, das wird eben diese automatisierten Waffen, dass eben die Waffen dann selber in Zukunft entscheiden werden, was passiert. Das heißt, das muss also noch unbedingt verboten werden. Wobei ich jetzt auch so ein bisschen optimistischen Aspekt mal ansprechen will. Also im Moment ist es ja so, die ICANN-Geschichte, die ICANN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, die sind im Moment relativ gut dabei, sozusagen wie diese Landminenkampagne, eine internationale Kampagne zu starten, dass die UN in ihrer Mehrheit Atomwaffen verbieten wird. Das scheint mir jetzt relativ eindeutig. Das wird jetzt die hatten jetzt in Oslo, in Mexiko, hatten sie schon Staatskonferenzen dazu mit sehr guter Beteiligung. Und jetzt wird im Dezember, am 6., 7. Dezember wird in Wien dazu was laufen, wo eben auch jeder normale Mensch dran teilnehmen kann. Das sind dann 2 Tage wieder ICANN-Konferenz, wo man sich sozusagen drüber unterhält. Und dann 2 Tage Staatskonferenz danach, wo dann die Staaten dann offizielle eingeladene Leute. Das ist ja nicht für die alle. Aber die erstmal sozusagen, diese Konferenz wird vorgeschaltet vor diese Staatenkonferenz. Das ist eine gute Sache. Und so ist eben auch diese Drohnengeschichte. Ich denke, da haben wir auch eine gute Chance, dass wir auf die Dauer, wenn da eine Organisation sich dann aufbaut, die das ausschließlich vertritt, dann wird eben irgendwie ein Verbot ausgesprochen werden für diese automatisierten Waffen. Sonst könnte es irgendwann passieren, dass wir halt wie in einem Science-Fiction, ich hatte mal vor 20, 30 Jahren ein Science-Fiction gelesen, wo es eben hieß, dass man irgendeinen Planeten besucht hat und dann waren da nur kleine, fliegengroße Waffensysteme. Die Leute waren alle ausgestorben, aber die Waffensysteme existierten immer noch. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sowas passiert. Also von daher, da muss man rechtzeitig eingreifen und das verbieten. Gut, dann hatte Volker Eick, Berlin, und dann habe ich jetzt schon erzählt, das war dieser Mensch, dann Sönke Hund, Bremen, Militär, Krieg und Menschenrecht, ökonomische Interessen der BRD in der EU. Der sprach darüber, dass er sagte, der Krieg gehört nicht unbedingt zum Kapitalismus. Das sei eine üble Nachrede. Also der war eben kein Linker, der hat eben das aus einem anderen Winkel betrachtet. Aber er sagte, es sind ja die Sowjetunion ist zusammengebrochen, die DDR ist praktisch zusammengebrochen, die Tschechoslowakei hat sich getrennt, das ist alles ohne Kriege passiert, das ist nicht notwendig, dass Kriege passieren. Man kann sowas in Absprache miteinander machen, man kann sowas auch friedlich machen. Und er sagte, dass im Gegensatz zu den meisten deutschen Medien, die Wirtschaftsnachricht, also zwei Medien für die Wirtschaft, das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche, die sonst natürlich absolut keine linken Thesen haben, aber die haben im Frieden, die haben in dieser Sache den Frieden im Auge, weil es der deutschen Wirtschaft schadet. Und die sagen dann sehr vernünftige Sachen. Ja, die sagen, die Sanktionspolitik ist Quatsch. Ja, wir dürfen, das ist eben Blödsinn, dass wir mit den Russen, und Sanktionen sind sowieso ein Blödsinn, aber ja, mit den Russen speziell ist es ein Blödsinn. Wir haben ein riesen Handelsvolumen mit den Russen und das bricht jetzt alles zusammen. Das schadet uns, schadet der deutschen Wirtschaft genauso wie den Russen. Also von daher ist das eine völlig kranke Geschichte. Es nutzt nur den Amerikanern. Die US-Amerikaner, die haben praktisch gar keinen Handel mit Russland. Von daher haben die auch keine Probleme damit. Und die haben den Vorteil, dass sie damit die EU schwächen und Russland schwächen. Das ist also ein doppelter Gewinn für die Amerikaner, weil die Amerikaner haben den Anspruch, dass sie das stärkste Land dieser Erde bleiben wollen und dass sie dafür sorgen müssen, dass sie die anderen alle schön gegeneinander aufhetzen, damit die sozusagen schwach bleiben. Okay. Frage, letzte Seite. In der Quintessenz, die deutsche Wirtschaft opponiert die gegenwärtige Politik der deutschen Presse. Jetzt ist es aber merkwürdig, dass die Merkel nicht auf die deutsche Wirtschaft hört.
Es liegt daran, dass die Finanzindustrie oder die Finanzindustrie ist noch mächtiger als die deutsche Wirtschaft oder als die EU-Wirtschaft. Im Moment haben wir ein starkes Finanzmonopol, die sehr, sehr stark ist. Und von daher, die Merkel hört dann sozusagen auf diese Stimme stärker und die deutsche Wirtschaft hat deswegen auch ihre Kritik wieder gemäßigt, weil sie auch für Angst vor der Finanzindustrie hat. Und sie sagt, dann kriegen wir vielleicht kein Geld mehr von der Finanzindustrie. Dann sprach ein Peter Herrmann, die soziale Mobilmachung Europas durch Jugendarbeitslosigkeit, Rassismus und modernisierten Arbeitsdienst. Er sagt, es gibt viele Arten zu töten, es sind nur die wenigsten verboten. Ein zunehmender Teil der jungen Leute hat keine sichere Perspektive, dies führt zu Verängstigung. Die Bedingungen des Kapitalismus haben sich gewandelt. Jeder hat Recht auf Waffen, jeder darf eine Bank gründen, was ja bekanntlich auch eine Sache ist, die sehr schlimm ist. da habe ich mir nicht mehr von aufgeschrieben, aber dann haben noch zwei Studenten aus Kassel über den über die Zivilklausel gesprochen. Die haben gesagt, wir haben die Zivilklausel in Kassel einigermaßen durchgedrückt. Die sei zwar ein zahnloser Tiger, aber trotzdem sei es erschreckend gewesen, sei deswegen auch eine gute Sache gewesen, weil sie mit der Uni, mit den ganzen Professoren gesprochen haben und die Professoren hatten keinerlei Ahnung. Die waren völlig unbedarft und die kamen erst durch diese Diskussion über auf diese Zusammenhänge überhaupt. Und damit haben sie jetzt erstmal die Zivilklausel durchgesetzt und sie sagten, jetzt ist der nächste Stufe, ist sozusagen die Transparenzklausel. Also denn bisher sind ja die Rüstungssachen völlig intransparent und da wollen sie eben erreichen, durch eine Transparenzklausel, dass die Unis auch gehalten sind, dass alle Rüstungsaktivitäten oder alle Aktivitäten sozusagen in der Uni offengelegt werden. Okay, damit bin ich durch, was bei dieser Konferenz gelaufen ist. Ich wollte dann noch, die Zusammenfassung kam dann noch so ein bisschen, oder es ging dann noch darum, was lernen wir daraus? Wir haben das nur sehr kurz gehalten, aber ich kann darauf hinweisen, dass am nächsten Samstag wird eine Aktionskonferenz laufen, die von 11 bis 17 Uhr in Hannover ist, wo eben auch gerne jeder hinkommen kann und dann sozusagen wird darüber diskutiert, was man denn jetzt tun kann. Jetzt war das eben eine theoriebeladene Geschichte, es war sehr interessant, aber es war eben nicht so sehr aktionsorientiert, sondern theorieorientiert. Das nächste Mal ist die Sache aktionsorientiert, die findet im DGB-Haus auf der Brennerstraße. Ich werde es auch aber auf diese Mahnwachenseite werde ich sicherlich stellen. Da kann man ja sicherlich so einen Text auch, 4 Seiten kann man sicherlich da auch unterbringen und da könnt ihr euch das nochmal genauer angucken. Da habt ihr einen Link, auf den ihr klicken könnt und dann kriegt ihr das in dem Moment, kriegt ihr genauen Daten dazu angeboten. Okay, das war's. Alles klar, danke schön. Eben wurde ja angesprochen, Palästina und dass sie ein Recht hätten, sich zu verteidigen. Ich hatte jetzt auch die Woche gelesen, dass also wohl Schweden jetzt auch Palästina als Staat anerkennt. Also es geht auch da in der Richtung voran, dass sie also auch in der Öffentlichkeit endlich zu dem Recht kommen, dem staatlichen Recht kommen, was denen auch zusteht. So.